gehen wir zum zweiten Dungeon. Ich weiß doch gar nicht, wie viele Herzteile noch fehlen. 4 Dungeons? Das heißt 4 Herzen dadurch. So fehlen uns noch 2 Herzteile. Da war 1 der Herzteile, habe ich eben gesehen. Oben auf dem Berg im 8. Palast ist ja auch eigentlich ein Herzteil. Da gibt es dann ja wahrscheinlich dann was anderes. Ich glaube, den Typen kann man auch first cyclen, oder? Also one cyclen. Wenn man den ein paar Mal öfter trifft. Und Struppi. Sehr nice. Oh, die Musik, die beste Musik in dem Spiel. Ich finde die Berg und Musik so geil hier in dem Spiel. So eine coole, coole Musik, so eine coole Musik. Ist halt herrlich. Zack. Schlüssel. Hallo Miniboss. Tschüss Miniboss. Ja, den Bosski, schön. Zaubermuschel, sehr schön. Wir sind gleich beim Boss, Leute. Da gibt es auch wieder ein paar Tricks, wie man den besiegen kann. So. Ach ja, erstmal diesen übel krassen Flammen ausweichen. Zack. Dann wallclippt man hier in die Wand. Das hat nicht funktioniert, okay. War ich in der Wand drin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war nicht in der Wand. Ach, keine Ahnung. Schnell eine Bombe hinlegen. Ah. Nein. Yeah. Bombenpfeile sind OP, Leute. Bombenpfeile sind OP. Also manche Sachen, die ich hier mache, sind übrigens so Speedrun-Sachen, die in dem Spiel oft genutzt werden. Aber es sind halt... auf der Version, ich glaube 1.0 oder so wird gespeedrunnt. Und da kann man dann noch Wall-Clipping machen, also Wall-Jumps, sag ich mal. Und ja, das manche verschiedene andere Sachen, wie den Bug mit dem Fischer, dass man das Bikini-Oberteil so machen kann, Herzteile duplizieren, und so weiter und so fort. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen zum 8. Dungeon tatsächlich. Danach machen wir den 6.
Sondern ich weiß nicht. Ich glaube, der Kopf war nicht solid, oder? Weil der Kopf macht kein... Nein, der Hals macht kein Damage von dem Dude. Ah doch, der Hals macht Damage. Der Kopf macht keinen Damage, okay. Hätten wir eben durch ihn durchgehen können, als sein Hals noch nicht gespawnt war. Aua. Du bist doch schon tot. So. Ach, der Dungeon, Leute. Hier gibt's theoretisch echt viel zu machen. Ich habe so viele Sachen in diesem Spiel Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Hier glaube ich ein Kompass oder so? Keine Ahnung. Nee, den Boss-Key. Okay. Kann man auch eigentlich mit Wallclip, wenn man hier Wallclipt, den irgendwie, ja, das geht noch, okay, cool. aber erstmal das hier holen, Zaubermuschel, sehr schön. Hier ist nämlich jetzt eine Truhe, okay. Bin der Zaubermuschel, alles klar. Der Randomizer ist bald vorbei übrigens, ne? Aber es wird nicht der letzte Randomizer gewesen sein, Leute. Ocarina of Time und The Link to the Past habe ich noch Bock drauf. Kann ich dich nicht so... Oh Mann. Echt? Mit Pfeilen besiegen? Bombenpfeilen? Nein. Okay, ich muss ihn so besiegen. Gibt's nicht irgendeinen Trick bei dem? Ich glaube, es gab irgendeinen Trick. Wissen aber nicht mehr welchen. Ich glaube, wenn wir einfach aus dem Raum rausgehen, ist er wieder weg oder so. War das so? Keine Ahnung. Weil ich glaube, man bekämpft ihn gar nicht erst. Luffy. Weil man irgendwie da wallclippen kann? Nee. Doch. Oder? Ich weiß es nicht. Keins Ahnung, Leute. Keins Ahnung. Haben wir da eigentlich alle Items? Ich müsste, glaube ich, gar nichts mehr wirklich suchen, oder? Eigentlich nicht. Außer Zaubermuscheln. Aber es fehlt nur noch eine. Wenn wir noch eine finden, dann ignoriere ich, glaube ich, alle Kisten in den Dungeons, die ich noch finde. Und mache nur noch die Dungeons für die Instrumente, weil mehr haben wir. Mehr brauchen wir ja nicht.
Wir haben ja alles, so. Gehen wir zum Boss. Wir haben ja alles Wichtige eigentlich. Zack. Hey. Wollt ihr einfach abhauen? Ah, man kann den da oben übrigens locken, irgendwie. Also es kann passieren, dass der halt hier oben vor die Tür fliegt. Und wenn das da brennt, dann kriegt er die ganze Zeit Damage. Glaube ich. Ich kann mir noch Bullshit erzählen, aber ich glaube, das ist so. zweiten Dungeon haben wir auch, merke ich gerade. Zack. Es fehlt halt auch eigentlich der Spiegel und der Boomerang. Und das zweite Schwert. Blue oder Red Tunic, ist egal. Würde ich sagen. Ich hätte ja eigentlich, also ich bin eigentlich nicht der Fan von DX. DX. Bin eigentlich der Fan von normal Link's Awakening. Aber. Ja, dafür gab's den Randomizer nicht. Und wir müssen noch den, wir brauchen noch den Dungeon Key. Aber den muss es ja eigentlich in der Overworld geben, oder? 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 Ah ne, wir haben den ja. Stimmt, wir haben ihn ja. Oh, alles klar. Lol. Ich habe den 6. Dungeon Schlüssel. Ja, den habe ich. Okay, den 7. auch. Das heißt, wir könnten jetzt erstmal in den 6. gehen. Weil... Ja, warum eigentlich? Keine Ahnung. Ach, ich muss eh nach Zodorf, weil ich die Melodie von Marien brauche. Ist sie da? Sie ist nicht hier. Shit. Ist sie noch in der Stadt? Kann ich mir in der Stadt das Dings holen? Sie ist hier. Ah, okay. Gut, jetzt können wir auf jeden Fall in den Dings, in den Dungeon. Ich gerade ne, ach shit. Ja, wie mach ich das jetzt? Ja, machen wir es anders. Machen wir erst den 7. Dungeon. So. Jetzt sind wir oben. Oh, hier sind eigentlich Steine. Da kann man sich ranziehen. Wo hier die ganzen Kisten sind, weiß ich nicht, Leute. Echt kein Plan. Machen wir das alles hier mal auf dem Casual-Weg. Ich meine, ich habe ja so gesehen alle Items, die ich brauche, um halt den, das Game zu finishen. Und ich glaube, wenn ich die ganzen anderen Sachen nicht kriege, werde ich sie auch nicht holen. Zack. Ja.
und den letzten runtergehauen. Dadurch sinkt das jetzt ab. Alles klar, schön. Das heißt, wir haben den Dungeon soweit eigentlich durch, prinzipiell. Müssen noch nichts mehr machen, weil wir den Boss-Key schon haben. Okay. Oh lol. Lala. Irgendwie gibt's einen Quick Kill zu dem Boss. Ich weiß nur nicht mehr, wie der ging. Nein, ah. Zack. Zack. Ich weiß gar nicht, wie oft wir den noch treffen müssen. Nein, oh. Okay. Hab ihn. Nein. Gut, Leute, dann sind wir heute auf jeden Fall, schätze ich mal, fertig. Mit dem Spiel. Oder werden das Spiel durchkriegen. Ich werde auf jeden Fall noch das zweite Schwert holen wollen. Wir müssen ja gleich noch den sechsten Dungeon machen, da kriegen wir hoffentlich noch eine Zaubermuschel irgendwo. Dann snacken wir uns das zweite Schwert und... ja... Red oder Blue Tunic lasse ich, glaube ich, in Ruhe. Ich hab davon tatsächlich keine Ahnung. Ich weiß, wo der Dungeon irgendwo ist, aber was ich machen muss, weiß ich nicht. Der ist auf dem Friedhof, der Dungeon, das weiß ich. Aber... ja, das war's auch. Also ich merke, ich hätte halt am Anfang die Sachen aus dem Shop nicht stehlen müssen, weil ich die halt eh bekommen hätte. Hätten wir vielleicht das coole Ending bekommen. Aber leider ist das nicht der Fall. Aber naja, was soll's, ne? Ich weiß doch schon, was ich nach dem Projekt hier machen werde, Leute. Ich werde auf jeden Fall wieder einen Randomizer machen. Es gibt ja noch einige. Zelda Randomizer. Es passt super. Ja. Okay. Ab zum Boss, Leute. What? Gut. Ja, es gibt ja mehrere Zelda Randomizer. Es gibt ja noch Ocarina of Time, Link to the Past, Wind Waker gibt es. Gut, von Wind Waker würde ich ganz gerne erstmal ein normales Let's Play machen. Ho! Leute, that move. Ja, was habe ich gerade bekommen? Die 20. Muschel, oh lol. Wo war ich eben? Achso, ja, beim Investieren von Zeit in die Videos. Ich investiere gerne Zeit in die Videos. Allerdings muss ich halt auch bedenken, dass ich das halt nicht beruflich mache und kein Geld dafür bekomme. Und dadurch halt muss ich mir meine Zeit nochmal ein bisschen anders einteilen. Ja. Die Hitbox ist übrigens schon da, obwohl er noch nicht gespawnt ist, Leute. Jetzt ist hier, glaube ich, nicht da, ne? Nee. Okay. Ja, aber es ist jetzt nicht so die überkrasse Zeit. Oder die überkrasse, das überkrasse Editieren. Ich weiß. Ein Herzteil fehlt uns nur. Eigentlich würde ich das ja ganz gerne noch suchen, ne? Aber irgendwie auch nicht. aber die Zeit ist trotzdem krass. So. Ich meine, bei Böse Nachbarn zum Beispiel war ja auch, also es war ja auch
relativ wenig Editierung, sag ich mal. Also ein bisschen vorspulen hier, da ein bisschen rausgecuttet, da ein bisschen rangezoomt und so. Also nichts krass mit Special Effects oder so. Aber da hat eine Folge, konnte auch schon bis zu 2 Stunden Schnitt dauern. Manchmal. So, die letzten beiden Folgen nicht, die waren recht fix gemacht, aber andere schon. Und ja, wenn ich jetzt immer noch 2 Videos am Tag bringen möchte, von 2 verschiedenen Projekten, ist ja Aufnahmezeit so mit einberechnet. Dann noch der Schnitt im Allgemeinen. Kriege ich hier überhaupt das zweite Schwert hundertprozentig? Ich hoffe. Ja, dann diese 2 Stunden Schnitt oder so. Und wenn ich das täglich in ein Video stecken muss, dann kann ich es vielleicht nicht schaffen, 2 Videos am Tag hochzuladen. Ja, okay, es ist das zweite Schwert. Sehr schön. Oh, jetzt leise, Leute. Links, links, oben, rechts, rechts, oben, links, oben. Wir brauchen als erstes das hier. Epischer Bossfight, Leute. Okay. Was kommt jetzt? Ich glaube, ich weiß nicht, was kommt. Ich glaube, die... Ach stimmt, der. Hm. Danach kommt, glaube ich, dieser Schatten-Gennen oder was das darstellen soll. Ich weiß gar nicht, ob das mehr Damage macht, wenn ich den, wenn ich die Wirbelattacke nehme. Ah. Einmal noch, glaube ich. Ich glaube, es ist 4-mal. Aua. Aua. Jetzt kommt euch dieser Schatten gennen. Oder? Ne, er ist die Raupe. Ja, genau, er ist die Raupe. Unser erster Endboss, so gesehen. Also unser erster Boss nochmal. So gesehen. Och, 5 Hits. 6? 7? 8? Lol, what? So viele? Das wusste ich nicht mehr. 4, 5, 6. So, jetzt noch der hier. Zack. Und jetzt würde ich ja cool mit dem Boomerang besiegen, aber... Ja, Leute, ne? Haben wir leider nicht. Aber ich hasse das, wenn er so nah kommt, ne? Boah. Okay, 3 Hits. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein! Ja, 10, 11, 12. Ah! Wie viele Hits braucht der? The fuck? Sind das 15 Hits oder so? Easy, Leute. Einfach easy.
Das war's mit dem Zelda Randomizer, Leute. Wir haben's geschafft. Es gab zwischendurch einmal Struggle, glaube ich, ne? Aber ansonsten sind wir clean durchgekommen. Ist halt auch, liegt halt auch daran, dass es ein sehr, sehr, sehr kleines Spiel ist. So. Ich meine, wenn man überlegt, so, ich habe das Spiel, glaube ich, in 9 Folgen Let's Played. 3 Stunden oder so. Also, und ich bin halt casual durchgelaufen, so. Wenn du dich ein bisschen beeilst, jetzt keinen Speedrun oder so machst, sag ich mal, dann kommst du halt safe in 2 Stunden durch das Spiel durch. Und so viel gibt's ja auch nicht. Es gibt nur 8 Dungeons, eine relativ kleine Map. So, geht halt fix, ne? Geht halt fix. Schön. Swoom. Ja. Geht halt fix. Hätten wir das letzte Herzteil noch gesucht, wäre ein bisschen Zeit draufgegangen, sag ich mal. Und hätten wir noch den Spiegel-Dungeon bzw. Sidequest gemacht, wäre auch noch ein bisschen mal draufgegangen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt ein kleines Spiel. Ich gucke auch mal, ob es ein Oracle of Seasons und Ages Dings gibt, Randomizer. Das will ich unbedingt spielen. Ich wollte sowieso noch mal Oracle of Seasons und Ages spielen. Und wenn es ein Randomizer geben würde, würde sich das ja richtig gut anbieten, oder? Eigentlich schon. Muss ich mal gucken. Aber gut, das war's mit dem Randomizer. Da fliegt der Windfisch. Speede das alles hier mal jetzt ein bisschen ab. Gut, mit dem Screen verabschiede ich mich, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder. Haut da rein!